Einladung. Und heute ist der UN-Visa-Zell 2, 21 Mal an Eröffnungstag der UN fordern. Und daran denken, wie viele Regeln es noch auf, dass ich nur ein Wochenende aktiv verstreichen wollen. Also ich denke, es kommt nicht darauf an, dass wir hier viele Worte verlieren, sondern lieber darüber nachdenken und jeder für sich vielleicht Schlussfolgerungen zieht, wie er den Gedanken für Frieden und Völkerverständigung selbst nach außen transportieren kann. Ich freue mich, dass wir heute hier zwei Künstler haben. Einmal einen Gitarristen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Herrn Krieg. Herrn Krieg. Und Gute Donner, die dann ihre Aktion hier auch mal vorstellen wird. Ich würde einfach sagen, wir würden einfach mal bitten, dein Lied hier zu spielen. Und danach würde ich gerne Frau Donner bitten, ihr Aktiv hier vorzunehmen. Dankeschön. Also bevor der Künstler fertig ist, habe ich natürlich vergessen, ich begrüße Sie natürlich recht herzlich hier selbst, die EV. Das ist so selten, dass man überall eine Gemeinname Mewes benutzt. Das zur Vollständigkeit halber. Ja, vielen Dank an die Einleitung und die Begrüßung. Ich fange an mit einem Stück, das ich nicht selber geschrieben habe, sondern John Lennon. Was schon Jahrzehnte her ist, dass es geschrieben wurde und es ist immer noch sehr aktuell. Ich würde sagen, die meisten haben es schon gehört, das heißt Imagine. Und ich bin vor allem auch hier, um mit Ihnen, mit euch zusammen zu fühlen, weil es wird immer so viel geredet. Ich finde es sehr wichtig zu fühlen und auch in dieses Stück reinzufühlen, was er eigentlich gesagt hat. Denn ich glaube, dass die Veränderung von innen kommt, die Veränderung auch zu hin zu Frieden, fängt bei jedem Einzelnen im Inneren an und nicht, weil wir irgendwas in der Zeitung lesen oder so. Und da das mit der Anlage ein bisschen schwierig mit der Gitarre, werde ich das ohne Mikro machen. Ich möchte alle bitten und einladen, nachzukommen, auch gleich zu Anfang die Hemmschwelle zu überwinden und zusammen mit mir so einen Kreis zu bilden, auf das ich zu hören bin und ich sehe und euch hören und sehen kann. Ja, ich habe auch einen Text mitgebracht, wer gerne mitsingen möchte. Ich kann das Lied noch nicht ganz auswendig, deswegen lege ich das hier hin. Jo. Join us, and the world
Also ich möchte mich bedanken, dass wir heute mit unseren Menschenrettungsschirm hier sein dürfen an der Friedensglocke zu so einem ganz besonderen Tag, nämlich dem Weltfriedenstag. Wir sind Aktivisten, Friedensaktivisten und machen seit Anfang April, seit dem 4. April am Neptunbrunnen, zwischen Roten Rathaus und Neptunbrunnen,